Sonst nichts? Hier nichts? Das sieht doch... Nein, ich sehe hier keine Linie in der Wand, die anzeigt, dass das aufgehen könnte. Auf der Karte, Minikarte sehe ich ja auch sonst nichts. Wirklich nichts? Einfach ein Raum mit einem Arkangolem? Kann doch nicht sein. Kein Schalter, gar nichts? Nichts Verstecktes? Hm. Okay. Falls wir einen Schalter brauchen, um weiterzukommen, werden wir schon noch wieder hierher zurückkommen. Was haben wir hier? Noch einen von denen, den ich... Von denen ich beide direkt hergelockt habe. Super. Oh, da ist er ja schon. Die Treppe war kürzer als erwartet. Wo ist er? Ach, da. Lass das. So, dich kassiere ich mal so. Übers Geländer weggefetzt. Helm des Schattenmagiers. Nice. 400 Münzen wert. Das heißt, das Ding... Hoppala. Kann schon ein bisschen mehr auf jeden Fall. Na. So. Ring der Einbildung. Ein Intelligenzpunkt, 5 Illusionen. Aber was geil ist, man findet ziemlich viele Goldnuggets hier. Also, ich habe mir zwar schon die Blockaxt hergestellt und werde jetzt... höchstwahrscheinlich demnächst mir keine Waffen mehr craften. Weil, soweit ich das richtig gesehen habe, beim Crafting-System von Nerim gibt es einfach nur 2 Ränge. Ihr habt eine Feuermine aufgenommen und die Spezialfertigkeit Mine aufstellen erlernt. Ah! Über den Zauber Mine aufstellen könnt ihr die Minen gegen eure Gegner verwenden. Hier gab es den Zauber. Geil! Oh, oh. Achso, das waren... Ich wundere mich schon. Oh Gott, alles fliegt mir hier um die Ohren. Feuermine dem Inventar hinzugefügt. Muss ich die Minen tatsächlich bei mir haben, um sie aufstellen zu können? 2 Feuerminen habe ich. Moment, das teste ich mal kurz. Das muss hier irgendein besonderer Skill sein. Hier, Mine aufstellen. Okay. Ich speichere mal kurz, weil ich mich wieder selbst töte. So, die Mine ist aufgestellt und in 3 Sekunden scharf. Ist sie scharf? Habe ich sie? Das ist das Wichtigste. Ja, ich habe sie verbraucht. Okay. Aber da das Ding mich ja auch so um die Ohren fliegen wird, weil... Ach, wollt ihr mich verarschen? Alle unbrauchbar oder was? Also ich nehme einfach mal an, dass die Mine... Warum kann ich die hier nicht aufheben? Achso, die sind schon kaputt, das sind die zersplitterten. Dass die Mine stärker sein wird als der andere Zauber, den ich bis jetzt benutzt habe. Also diese Frostfalle aufstellen. Weil die Frostfalle kann ich ja jederzeit aufstellen. Und die Minen kann ich nur aufstellen, wenn ich so einen Teil auch eingesammelt habe. So, jetzt habe ich alles eingesammelt. Wie viele habe ich denn so jetzt im Inventar? 5 Stück, okay. So, dann angle ich mir noch kurz das Ding da oben. So. Sonst nichts auf diesen Tischen. Ich will hier nichts verpassen. Stone dabei, Nerim-Zeichen. Oh nein, not again. Musik, hör auf, du machst mich nervös. Hier ist auch nichts mehr, es war nur ein Kerl, okay. Sieht fertig aus. Na gut, perfekt. Also dann war der Raum tatsächlich sogar für was gut. Ja, also das war hier nur so ein kleiner Seitenarm von Serubilon Stufe 2. Es war zwar nur ein kleiner Seitenarm, aber er hat uns beigebracht, die 2. und damit wahrscheinlich auch 3. Stufe der Spezialfertigkeiten. Hier können wir schon gucken unter Statistiken, sonstiges, nee, Fertigkeiten, Spezialfertigkeiten, beide nice. So, dann wollte ich noch kurz gucken, hier der Helm des Schattenmagiers, den wir eingesammelt haben. Den hatten wir schon mal eingesammelt, ich erinnere mich an den. Hat 8 Zerstörungspunkte, das ist schon richtig nice. Ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann einen... Moment, wo muss ich hier langlaufen? Ich zoome mal ein bisschen raus hier auf dem Level auf der Karte. Hier lang muss ich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann mal, auch wenn ich keine Punkte in leichte Rüstung habe, irgendwann trotzdem auf leichte Rüstung umwechsel. Denn in Oblivion, das Maximale, was man an Rüstwert hier unten ja haben kann, ist 85. Und ich habe jetzt gerade 46.
Und mein Oblivion-Charakter war ja auch so ausgelegt, so, jetzt zoome ich wieder ein bisschen rein, dass ich einen Rüstwert von 85 hatte. Und das, obwohl ich leichte Rüstungsstiefel anhatte. Und das ist echt das Tolle an dem Krieger, wenn man schwere Rüstung vollständig ausgeskillt hat. Ich kann das immer noch nicht hier lesen. Sehr komisch. Ich möchte einfach mal gucken, wie es übrigens hier ohne Fackel aussieht, der Abschnitt mit der Lava. Wenn man schwere Rüstung voll ausgeskillt hat, dann muss man nicht in jedem Slot schwere Rüstung tragen, damit man auch wirklich einen maximalen Rüstwert haben kann. Da reicht es schon. Also auf Stiefel kann man verzichten und ich denke, wenn man auf Stiefel verzichten kann, könnte man auch auf, na, wie heißt es, auf einen Helm oder sowas verzichten. Das sind ja keine hauptsächlichen Rüstungsteile. Es würde wahrscheinlich etwas anderes sein. Okay, sah ganz cool aus, aber ich bevorzuge es trotzdem, mehr sehen zu können. Da lang. Aber ich bevorzuge es trotzdem, was wollte ich jetzt sagen, schwere Rüstung zu tragen? Bei so Sachen wie wenn ich eine Robe anziehen würde, anstatt Beinschienen und Brustpanzer, dann würde man viel deutlicher sehen, den Rüstungsunterschied. Aber nur bei so Stiefeln und sowas, ich denke, da kann man auch schwere Rüstung vernachlässigen und trotzdem noch auf den gewünschten Wert von 85 kommen. Was für blöd designte Treppen, ich muss die Dinger hochspringen. Sana, ich glaube, die Designer des Dungeons wollen dir sagen, dass du zu kurze Beine hast. Sana wollte springen, doch ihre Beine waren zu kurz. Na, wem kommt das bekannt vor? Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand von euch hier so ein, na, wo ist das Ding? Ein Point-and-Click-Fan ist. So, nächste Tiefenebene. Vom Endgame-Dungeon Zerubilon. Was haben, oh, hier haben wir mehr Minen. Ach, dann hätten wir doch den ganzen Ort da nicht erkunden gehen müssen. Hier hätten wir wahrscheinlich auch so unseren Minenzauber bekommen. Das sieht hier ein bisschen creepy aus. Da oben haben wir hier wieder so eine Falle. Huch! Ach, das war das Tor. Ich wundere mich schon. Hey, ich kann das Tor da oben anwählen. Nicht ganz. Überall diese Minen in Dauerproduktion. Ich bin mir jetzt nicht sicher, hat Alcazar diese Minen erfunden? Die wiegen nichts, oder? Gleich nochmal nach, kurz nachprüfen. Nope, sehr gut. Hat Alcazar sie erfunden? Oder hat Alcazar sie hier aus Zerubilon gehabt? Weiß es nicht. Aber wenn hier schon so viele Minen zu finden sind, ich glaube, irgendetwas möchte, dass ich die Minen später mal benutzen werde. Huch. Schade, nur ein normaler Eisenbarren. Ich habe auf einen weiteren Obsidianbarren gehofft. Das bringt mich wieder zum Thema Schmieden zurück. Ich wollte nämlich ja euch noch eine kleine Sache fragen. Ich habe jedes Mal Angst, dass die Dinge auseinanderfetzen. So, bevor hier irgendwas passiert, das möchte ich noch kurz sagen. Beim Schmiedeskill, ich konnte ja meine Blockaxt mit einem Skill, glaube ich, von 75 jetzt schmieden. Und es gibt bei den Rüstungen, da gibt es ja keinen Grad 2. Und das höchste, glaube ich, was ich für mich gesehen habe, war die Drachenrüstung oder Drachenkürass oder so. Ist das schon tatsächlich die höchste Rüstung, die ich mir schmieden kann oder nicht? Das würde ich gerne wissen. Diesen Drachenpanzer, der da steht. Den habe ich nämlich zufällig gesehen, also was heißt zufällig? Och, huch, da war eine Schaf, glaube ich. Zum Glück hat sie mich nicht getroffen. Diesen Drachenpanzer habe ich gesehen. Oh, so viele Dietriche, nice. Nein, das hier möchte ich nicht einstecken. Als, oh! Die war auch scharf. Komischerweise, die sah eigentlich nicht scharf aus. Ja, auf jeden Fall, als ich offscreen vor der Aufnahme letztens was gemacht habe, habe ich auch das Schmiedemenü offen gehabt, weil ich gucken wollte, einfach so zum Spaß, was ich so herstellen kann. Gut, hier gibt es keinen Schalter, speziell für diese Tür, ist vielleicht oben oder weiter hinten im Gang. Kurz gucken, wie sieht das hier aus? Okay. Sieht sehr länglich aus, dieses Level. Und ja, dann habe ich gesehen, Drachenkürass. Mich würde jetzt echt mal interessieren. Ah! Go away! Huch!
Also einige von denen sind hier scharf, aber... Ja. Die, die auf diesen Podesten liegen, scheinen scharf auf mich zu sein. Ich mag es nicht, ehrlich gesagt, wenn Minen auf mich scharf sind. Das scheint meine Überlebenschance deutlich zu mindern. So, die, die so da hängen, die sind auf jeden Fall unbenutzt. Sprach er, als eine Mine auf ihn losging. Die ist bestimmt wieder... Ja. Oh! Das war dumm. Jetzt bin ich genau dort reingelaufen, wo das Ding hingeflogen ist. Na gut, aber solange irgendwie nicht 5 Minen auf einmal auf mich losgehen, sollte ich einigermaßen safe sein. Wie komme ich da hoch? Hier auf jeden Fall nicht. Ich nehme mal an, einfach wenn ich dem Weg weiter folgen sollte. Hier haben wir einen offensichtlich platzierten Schalter. Ha. Immer noch keine Monster. Heiße ich aber ehrlich gesagt sehr willkommen. Ich mag es, wenn man so mal zum Durchatmen so ein bisschen eine ruhigere Stelle bekommt. Also im Prinzip, alle Minen, die nicht kerzengerade stehen, sind einsammelbar. Und alle, die perfekt gerade stehen, gehen auf mich los. So. Gut, dann wollen wir mal einen Schalter. Davor würde ich aber noch sagen, ich habe ja mittlerweile wieder so einige Hämmerlein eingesammelt. So, ich repariere mal nicht alles. So, wir sind wieder in einem neuen Serubilon-Level. Dann würde ich sagen, speichern wir gleich mal wieder direkt richtig. Und zack. Jetzt nehme ich an, dass aus dem ersten Raum die Tür aufgegangen ist. Boah, ich habe so eine Angst. Jawohl. Dass irgendwelche Viecher gleich auf mich losgehen. Weil es ist einfach so verdächtig ruhig die ganze Zeit. Das kann nicht gesund sein. Das war noch nie in einem Spiel gesund, wenn irgendetwas so leise ist. Okay, die Frage ist, was mache ich jetzt hier? Gibt es da irgendwelche Zwischendinger oder so? Warum kommt das Ding nicht auf mich zugerast? Ich vertraue dem nicht. Sind da irgendwelche Viecher hinten dran? Nein, oder? Was mache ich jetzt hier? Oh Mann. Ihr Drecksäcke. Mist. Den Hammer nehme ich noch mit. Ah, jetzt habe ich die Falle aktiviert. Okay. Dadurch, dass das eingestürzt ist. Es war alles geplant. Auch wenn ich mich frage, wo zur Hölle da der Mechanismus ist. Okay. Und jetzt zurück, bitte. Zurück. Zurück. Ah, jetzt hier. Schön verstecken. Bitte vorbeifahren. Genau. Oh shit. Oh nice, mein Schaden reflektieren ist angesprungen. Puh. Hier war nämlich nicht so viel Platz und ich... Ja, das ist sehr nah. Hier wollte ich nicht nach hinten hin ausweichen. Bestimmt auch eine fiese Falle. So, ich glaube, hier haben wir alles. Jawohl, da kommen wir her. Dann geht es jetzt nur noch hier weiter. Oh. Gott, diese zerspringenden Fallen. Da unten ist auch etwas. Ich möchte nicht runterspringen, sonst sterbe ich wieder. Oh nein. Huch. Ich hasse so Kram. Kann ich über die Dinger, rüberspringen, wenn sie unten sind? Ja, mehr oder weniger. Immer schön speichern. So, was haben wir da? Also ich würde eigentlich die Fackel auch ausmachen, wenn hier besondereres Licht wäre, aber irgendwie... Ja, ist ja nur dieses grüne Licht die ganze Zeit. Oh, oh fuck. Oh. Ja, oh, gucke, ich bin fast tot. Oh, das war knapp. Ich schmeiß mir ordentlich jetzt mal kurz rein.
Am besten alle vier einfachen Genesungstränke und dann gehen wir in den Nahkampf mit den Schweinen. You like that? Oh shit! Das war knapp. Ihr Schweine! Gerade wenn ich sage, you like that, und dann bringt ihr mich fast um. Oh, ich musste gerade eben den heftigsten Heiltrank hier reinschmeißen, den ich noch parat hatte. Im Nahkampf, dank meiner schweren Rüstung, kann ich wirklich viel Schaden fressen und deswegen, da kommt nochmal so eine kleine taktischere Komponente hinzu, weil dadurch kann ich halt nicht jeden Gegner gleich angehen, sondern muss zum Beispiel bei denen mehr in den Nahkampf gehen, bei den Gegnern und bei allen anderen mehr im Fernkampf bleiben, dann bleibt das noch so ein bisschen variiert, das ist ganz nett. Weil wenn ich leichte Rüstung tragen würde, könnte ich weder in den Nahkampf noch in den Fernkampf gehen und müsste einfach allem eiskalt ausweichen. Und so habe ich das noch ein bisschen abwechslungsreicher. Ach ja, da sehe ich gerade, wo es weiter runtergeht. Jetzt gerade bin ich in Ebene 3 von Zerobilon. Ich habe mal gehört, dass das hier 4 oder 5 Ebenen haben soll. Also ich frage mich echt, um wie viel schwieriger das noch werden wird. Hier war nichts. Hier war kein Weg mehr? Echt? Ich gehe einfach mal weiter. Obwohl, ich will nichts verpassen. Moment kurz. Was haben wir da? Das ist hier nur verschüttet. Nein, okay. Also hier habe ich eine Sackgasse. Dann geht es wahrscheinlich unten weiter. Oder allgemein einfach auf einem anderen Höhenlevel. So, dann gehen wir mal hier weiter runter. In diesen wunderschönen Bereich, der nicht gut aussieht. Okay. Irgendwelche Ketten, die von der Decke runterhängen. Das sieht schon nach Falle aus. Ah, oh, Kacke. Wo seid ihr, Säcke? Da. Ah, Jack. Jackass. Mist. Da muss ich mir doch noch einen Heiltrank reinwerfen. Oh, mal rein hier. Der hat den Frostschaden meiner Axt auch reflektiert. Kurz im Anus looten. Ja. Bei den Viechern auch im Nahkampf setzen die manchmal noch den Zauber ein. Das ist nicht sehr nett. So, ich... Oh, fucking hell. Oh, du fieser Drecksack. Diese Unsichtbarkeitsdinger sind echt fies. Hey. Lässt du diese scheiß Blitze? Oh, ich bin fast tot. Fast tot. Ah. Oh, da ist noch einer. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich loote kurz deinen Kollega. Alles ist gut, mein Freund. Die machen nicht so viel Schaden mit Blitzen, habe ich so das Gefühl. Wie ihre, komm schon! Wie ihre Akolyten-Freunde. Puh. Wären alle drei auf mich losgegangen, wäre das nicht so gesund gewesen. So, Quick Save. Always Quick Saven. They see me saving. They hating. Das wäre ja sogar echt umsetzbar auf die ganzen Skelette und Feinde hier in dem Dungeon. Die hassen mich wirklich dafür, dass ich die ganze Zeit safe. Ach, da oben, das sind die Ketten, die wir vorhin gesehen haben, da oben in dem Gang. Den habe ich schon, oder? Ja. Hat die nichts Besonderes? So, Ausdauer wiederhergestellt, dann können wir uns auch ein bisschen heilen. Hier ist sonst nichts, da komme ich her. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal den Weg da entlang. Ja, noch eine Heilung. So, Quick Save, sehr gut. Achso, das ist das Gitter da oben. Also nicht das Gitter, diese komischen Kopfabhackteile. Ich habe das Gefühl, hier geht es weiter.
Dann gehen wir hier, dann genau, dann gehe ich jetzt hier weiter, da hoch und dann bin ich hier im nächsten Bereich. Aber ich möchte nochmal kurz zurück. Ja, dazu können wir auch den Sprint benutzen, da waren wir ja schon. Und dann marschieren wir nochmal kurz nach oben. Weil dann möchte ich nochmal den oberen Bereich entlang gehen mit den Fallen. Na, wo war das? Hier. Könnte ja extra Loot da sein. Oh, super. Na? Stay down! Schön auspendeln lassen. Ich habe schon oft genug die Erfahrung gemacht mit diesen Fallen, dass sie selbst noch Schaden machen, wenn man sehr nah dran ist. Na? Na? Naja, wenn man eigentlich schnell durchgeht, dann kann einen so eine Falle so gut wie nie erwischen. Das passiert nur, wenn man zögert. Oh, ich habe Angst. Oh, zu Recht! Diesen Free-Hit, den sie jedes Mal haben. Niedergestreckt! Einmal kriegen die echt immer so einen Gratis-Hit auf mich. Weil die sind unsichtbar und ich sehe nicht, wie viel Distanz sie zu mir haben. Sie könnten ja theoretisch... Jetzt komme ich auch hier nach oben. Komisch, sind es zwei Wege? Muss dann später gleich mal den Weg da probieren. Jetzt denke ich ja schon fast, dass der andere Weg eigentlich der Geheimweg, also der Weg mit extra Loot gewesen wäre. Ich versuche übrigens in letzter Zeit, also was heißt in letzter Zeit, gerade heute habe ich damit ein bisschen angefangen, mich ein klein wenig im Construction Set zurechtzufinden, weil ich selber auch gerne ein bisschen modden würde. Aber, also Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, Gott, das Elder Scrolls... War das ein Flammenball? Nein. Falle? Nein, okay. Das Elder Scrolls Construction Set ist so unglaublich umständlich, das Interface, wow. Man merkt echt, dass es mit Oblivion 2006 rausgekommen ist. Total krass. Naja. Ich habe euch gesehen. Huch! Flieg, Sana, flieg!